Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Electric Dave. Ich bin Lea und heute will ich euch eine tolle Erweiterung meines Fiat 500e vorstellen. Wenn es euch interessiert, bleibt dran! Ich habe einen Frunk für meinen Fiat 500e bekommen. Und wie ihr schon seht, ich bin komplett eingezogen mit meinen Ladekabeln. Einmal hier mein Typ 2 Ladekabel und das Notladekabel für die Schokosteckdose. Es passt alles rein und ich bin so begeistert, dass ich jetzt den Kofferraum noch für andere Sachen nutzen kann und einfach hier vorne diese tolle Erweiterung habe. Zusätzlich zu diesem Frunk gab es noch eine kleine Tasche, die ich jetzt euch auch noch mal zeige und man den Stauraum hier vorne dadurch noch mal anders nutzen kann. Ich bewahre diese Tasche im Kofferraum auf und wie ihr gerade gehört habt, unten mit Klett versehen, sodass sie nicht verrutscht und auch ziemlich groß. Ich habe jetzt noch nichts drin, aber ganz toll, prima, um was man auch immer mittransportieren will, noch mal vorne in den Frunk zu machen, was dann beispielsweise nicht durch das Ladekabel beschmutzt werden soll. Sehr praktische Sache. Ja, wie ihr sehen könnt, hier vorne dieses Netz hält die Sachen schon mal hier gut drin. Es ist optional, also ihr könnt auch einfach nur den Frunk kaufen, dann einmal mit dem Netz und eben auch noch mit der zusätzlichen Tasche. Ich habe mein Notladekabel jetzt einfach so hier drunter gelegt, weil ich es doch recht oft benutze und es mir zu unpraktisch wäre, es jedes Mal aus der Tasche rauszunehmen, wieder reinzupacken. Deshalb, ja, eigentlich gehört es in die Tasche, aber kann ja jeder selbst entscheiden. Dann mein Typ 2 Kabel. Ich habe mir jetzt hier eins für 11 kW geholt, weil es einfach handlicher ist, das dünner ist als das Original Kabel von Fiat. Und wie ihr hinten schon sehen könnt, frunk.at. Da könnt ihr euch Frunks für euer Auto besorgen. Es gibt hier außer für den Fiat, für den BMW, Kia und das dritte habe ich vergessen. Und Hyundai, genau. Weite Frunks, die, wenn ihr Interesse habt, ihr auf der Seite mal schauen könnt und euch für euer Auto bestellen könnt, wenn ihr wollt. So, ich zeige euch jetzt erstmal, wie der überhaupt aussieht ohne etwas drin, weil dann kann man die Größe vielleicht noch mal etwas besser einschätzen. Ich nehme hier alles mal raus. So. Ja, und wie man schon sieht, er ist doch sehr geräumig und eben für den Fiat eine Top-Ergänzung zu dem relativ kleinen Kofferraum. Okay, und jetzt zeige ich mal, wie der Frunk hier vorne eingebaut ist. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Ist nämlich eigentlich nur drauf gesteckt und lässt sich relativ leicht so herausnehmen. Perfekt. Seht ihr, einfach so eine Wanne. Ja, es ist außerdem aus ABSVO tiefgezogen und hitzebeständig und schlagfest. Und hier im Fiat vorne drin sieht man jetzt die vier Schrauben. Auf der einen Seite sind die schon drin und auf der anderen Seite wurden die einfach durch längere Schrauben ergänzt. Und ihr müsst euch auch da keine Sorgen machen, dass es irgendwie zu heiß wird oder so. Also das hat wirklich, ich habe da gar keine Probleme mit. Es hat auch keinen Einfluss auf die Garantie. Also mega, was will man eigentlich mehr? Perfekt. Falls ihr euch Sorgen macht wegen Inspektion oder Fiat-Werkstatt oder solchen Dingen, ich kann euch nur sagen, ich habe letztens meine 15.000 Kilometer Inspektion machen lassen und die Fiat-Werkstatt war begeistert, dass es einen Frunk für den Fiat 500e gibt. Wenn dieses Video jetzt euer Interesse geweckt hat und ihr euch vielleicht auch einen Frunk für euer Auto zulegen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung, da ist der Link von frunk.at, der österreichischen Firma. Vielleicht findet ihr ja was Passendes. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Eure Lea. Ciao.
Falls dieses Video jetzt auch euer Interesse geweckt habt und ihr euch auch einen Frank euer Interesse geweckt hat. Okay. Falls dieses Video jetzt euer Interesse geweckt habt und ihr euch gesagt, weil ich das dachte. Schon gewundert. Okay. Nochmal. Falls das Video jetzt euer Interesse geweckt habt. Okay, warte. Ich muss es jetzt noch machen, meine Schminke verschmiert sonst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Achso, und es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Okay. Schaut auf frank.at.